So, es geht gleich weiter mit Let's Play Oblivion von eurem Hunter. Und wir sehen hier ein paar Bergamotten, die wir gleich pflücken. Wir sind immer noch hier bei Krähenheim, dem Schloss, wo wir für den Grauen Prinzen hin sollen. Und sind auch schon auf zwei Skelette getroffen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Mal werden wir uns mal nach Krähenheim hineinbegeben. Und zwar durch dieses Tor. Durch die alte Holztür. So, jetzt können wir direkt mal unsere Schnelltasten neu belegen. Denn wir haben das Silberclaimer noch nicht auf Nummer 1, beziehungsweise auf Nummer 2. Die Fackeln sind immer noch auf Nummer 4, gut. Gut, wir haben Krähenheim betreten. Irgendwo hier werden wir die Wahrheit nach der Agrona Chromalox alias Grauer Prinz sucht, ans Licht bringen. Ich sollte jedoch vorsichtig vorgehen. Die Festung hat schon vor langer Zeit ihren adeligen Glanz verloren und die Gegenwart des Bösen ist untrüglich. Tja, ist nicht mehr so schön in Krähenheim wie früher, nicht mehr so adelig. Schauen wir mal, welche Gegner uns hier drin erwarten. Also gleich am Anfang kommen einmal Wölfe. Und ich bin aus Versehen in die externe Kamera. Scheiße. So. Beziehungsweise Third-Person-Kamera, wenn man es exakt ausdrückt. So. Sonderlich stark sind die nicht. Aber sie geben immerhin gescheit Wolfsfälle. Und gibt es eine Truhe, für das es sich lohnt, hier reinzugehen? Eine Ratte gibt's. Wir sollten jetzt lieber nicht so viel Anus nehmen, denn ihr seht, wir sind schon wieder fast überlastet. Liegt da oben was? Nur Totenköpfe scheinbar. Und wenn diese Markierung grün ist, beziehungsweise dieser Pfeil, den ihr da unten auf diesem Kompass seht, beziehungsweise hier auf der Umgebungskarte, dann heißt das, dass das Ding, das hier markiert ist, auf derselben Ebene ist wie wir. Wenn es rot ist, dann ist die Markierung meistens auf einer Türe und deutet darauf hin, dass das gesuchte Objekt, gesuchter Raum, was auch immer, auf einer anderen Ebene ist. Sind wir froh, dass es hier nicht der Fall ist und dass es noch auf unserer Ebene ist. Gut, jetzt werde ich hier mal speichern. Und gehen wir durch den Gang durch. Und ich wechsle immer aus Versehen die externe Kamera, weil ich immer Mausrad drehe. So, nochmal ein Wolf. Jetzt sind wir tatsächlich überlastet. Was werfen wir ab? Auf jeden Fall den Dolch. So. Der wiegt zwar nicht viel und wir können jetzt immer noch nur 3 Federn noch zusätzlich nehmen. Ist nicht viel. Aber immerhin können wir jetzt noch laufen. Beziehungsweise gehen. So, eine Ratte, das habe ich am Geräusch erkannt. Aber wo lauert die auf uns? Jedenfalls sehen wir, die Markierung zeigt hier hin. Hier runter und nicht durch diese Türe. Das heißt, jedoch werden wir, wenn überhaupt, erst später gehen. Wir öffnen zuerst einmal die Türe, beziehungsweise hier hinten ist nichts. Also wir öffnen wirklich direkt die Türe. Und ich drehe wieder das Mausrad. So, Rattenfleisch, das nehmen wir nicht. Das wiegt eine halbe Feder und das ist doch einiges für so einen Dreck. Dietrich, Gold, Reparaturhammer. Alte Holztür, unmöglich. Und wir haben die Türe aber mit Agronax Schlüssel, wo er nicht wusste, was er damit anfangen soll, öffnen können. Das heißt, wir schauen einmal auf die Karte. Er ist hier, das heißt, wir gehen einfach mal hier außen rum. Kampfmusik, er hat uns erblickt, also springen wir runter. Denn er befindet sich meines Wissens da unten. Sofern auch wirklich er uns erblickt hat. Ja, es ist wirklich er. Fürst Lovidicus. Also sehr gesund sieht er nicht aus.
So, durchsuchen wir ihn. Was hat er? Einen Jade-Rubinring und 44 Gold. Den Dolch lassen wir ihm. Gut. Hatte der zwei Dolche, oder? Ja, einen eisernen Dolch und einen Stahldolch. Hm. So, also ab darauf und schauen wir mal, ob sich der da vielleicht häuslich eingerichtet hat. Was er auch tatsächlich hat. Das heißt, wir öffnen mal seine Truhe. Die Zange ist nutzlos, die brauchen wir nicht. Zwei Pergamente, die wiegen nichts, die nehmen wir einfach mal. Leitfaden für Chardinal, Urkunde der Magiergilde, das sind Bücher, die nehme ich dann doch lieber mit. Dafür, was legen wir dafür ab? Das brauchen wir auch nicht. Das Gewand der mythischen Morgenröte. Und ich glaube, einen der Pelzbrustharnische können wir auch ablegen. Also jetzt erst einmal einen. Ich glaube, Pelz werden wir überhaupt nicht mehr brauchen, da das relativ schwach ist. Aber heben wir es uns erst einmal auf. So, dann finden wir hier einen Brief, in dem steht, ich war untröstlich, als du mich zurückgewiesen hast. Sag mir, was ich tun soll, um dein Herz zu erobern. Ich werde Trolle erschlagen, durch Dornen gehen oder eine Woche lang fasten. Bitte verschließe dich mir nicht. Ich liebe dich mehr als eine Blume die Sonne, dein reumütiger Geliebter. Gut, nehmen wir das mal mit. Das interessiert vielleicht den grauen Prinzen. Eine Schmuckkiste, die durchschnittlich verschlossen ist. Das ist schon eine größere Herausforderung. Und ein paar Gewichte. Aber Gewichte, wie der Name sagt, sind schwer und bringen nichts. Deswegen lassen wir die da stehen. Greifzirkel. Was die wir mit den Greifzirkeln und Zangen haben hier? Silberurne. Die wiegt 2 Federn. Das ist zu schwer. Messer. Zurilie-Brüder, Jahrgang 399. Wieder Pergamente. Und was ist in der Truhe? Ein Trank. Magiker wiederherstellen brauchen wir nicht. Deswegen nehme ich den nicht. Der wiegt nur wieder unnütz. Und, hier können wir schlafen. Das ist gut. Das heißt, wir legen uns hin und es ist 5.17 Uhr. 12 Stunden Schlaf sollten reichen. So, ihr seid aufgestiegen zur Stufe 3. Ihr erkennt, dass ihr dem Geheimnis des Erfolgs auf der Spur seid. Es ist bloß eine Sache der Konzentration. Wir erhöhen auf jeden Fall wieder Stärke. Und Konstitution mal wieder. Allerdings diesmal nicht Schnelligkeit, sondern... am besten noch ein bisschen Persönlichkeit dazu. Das kann auch nicht schaden. Gut. Dann schauen wir mal, wo genau die Markierung ist. Die ist genau hier. Bei dieser sehr leicht verschlossenen Truhe. So, da ist ein Dietrich und Gold. Allerdings nichts, was ihn aufklären könnte. Aber hier, da liegt das Tagebuch des Fürsten Luvidicus, den wir soeben gekillt haben. Wenn euch interessiert, was drin steht, ich mache es wieder so, dass ihr im Video stoppen könnt. Das Buch sieht allerdings ein bisschen länger aus, als das, was ich da letztens gezeigt habe. Eintrag 10 ist nicht mehr zu lesen. Okay, also trinken Blut, 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 Blut. Ich brauche es. Brauche Blut, brauche Blut. Hört sich schon mal nicht sehr adelig an. Deswegen nehmen wir es mal lieber mit. Und wir kriegen gleich einen Eintrag. Wir haben das Tagebuch des Fürsten Luvidicus entdeckt. Es enthält in der Tat Informationen über Akrona Chromalogs Geburt. Beweist aber, dass er die Ausgeburt eines Vampirs war. Akronak wird nicht erfreut sein, das glaube ich auch, das zu hören. Das ist aber der Beweis, nach dem er gesucht hatte. Ich muss ihm das Tagebuch ins Schlachthaus der Arena der kaiserlichen Stadt bringen. Ja, das werden wir natürlich gleich tun. Allerdings müssen wir zuerst hier raus, denn wir können von hier drinnen aus nicht schnell reisen. Deswegen müssen wir erst einmal, wie gesagt, hier raus. Allerdings öffnen wir jetzt auch noch die Schmuckkiste. Da sehe ich was Wertvolles drin. Allerdings werde ich davon mal speichern. So. Verdammt. So ein durchschnittliches Schloss zu knacken ist nicht leicht.
Boah, ich bin so schlecht im Schlösser knacken. Wobei ich auch sagen muss, auf der Xbox geht das leichter mit dem Controller. Nein! Verdammt. Probieren wir es einfach mal so. Okay, das ist sogar halbwegs okay. Ja, für eine Kupferhalskette. Leck mich. Da lade ich jetzt wieder. Das ist mir doch zu blöd, für eine Kupferhalskette so viel zu opfern. Tja, da liegt immer noch seine Leiche. Die wird wohl auch für ewig da liegen bleiben. So, hier nach rechts. Die tote Ratte. Hier hinunter werden wir es nicht begeben, denn da müssen wir schlicht und einfach nicht hin. Vielleicht werden wir später mal hinbegeben, aber jetzt wollen wir zuerst einmal dem grauen Prinzen diese Nachricht überbringen, denn der sollte davon so schnell wie möglich erfahren. Okay, wir gehen hier richtig. So, ich glaube, die Fackel können wir jetzt schon langsam weg. Und da vorne ist schon die Tür raus. So, Bereich wird geladen. Und es ertönt Kampfmusik. Das hört sich schon mal nicht gut an. Die lauern wahrscheinlich da oben. Also schaue ich direkt mal darauf. Und exakt, ich habe recht. Da ist ein Skelett. Mit Eisenpfeilen. Und wir können ja jetzt natürlich wieder mehr tragen, da wir unsere Stärke erhöht haben. Das heißt, wir können jetzt ruhig wieder einiges einsacken, was wir finden. So, gibt es da ganz oben noch was? Ja, eine Truhe. Die gar nicht verschlossen ist. Ja, mit einem Goldstück. Super. Wir sind reich mit dem einen Goldstück. Jedenfalls begeben wir uns jetzt entweder zuerst nach Whitman oder zuerst zum Grauen Prinzen. Hm. Wir können ja nachher auch noch nach Whitman reisen, wenn wir dann schon in Anvil sind und die Kämpfergilde machen. Aber jetzt, wie gesagt, wollen wir jetzt erst einmal zurück zur Arena und dem Grauen Prinzen von diesem, ja, ich sage mal, von dieser, dieser Nachricht überbringen. Und er wird, wie ihr sehen werdet, nicht sehr erfreut darüber sein. Ist ja auch verständlich. Und er kämpfte immer noch fleißig weiter. Ihr seid zurück? Und? Wart ihr in Krähenheim? Habt ihr... Was ist das? Das Tagebuch von Fürst Lovidicus. Ihr habt es vollbracht. Das sind großartige Neuigkeiten. Die Worte von Fürst Lovidicus selbst. Perfekt. Ha, ich glaube, ich schulde euch etwas, oder? Gut, seht euch also diese Kampfzüge an. Bewegt euch so. Jetzt zuschlagen. Gut, jetzt parieren. Genau so. Bitteschön. Das waren einige der besten Kampftechniken, die ihr je lernen werdet. Die werdet ihr brauchen, wenn ihr in der Arena mehr als 5 Sekunden gegen mich bestehen wollt. Jetzt will ich doch mal sehen, was in dem Tagebuch steht. Hm, interessant. Aber ich... Moment mal. Ist das die Möglichkeit? Aber bei Shinji, ich bin der Sohn eines Vampirs. Ich bin kein grauer Prinz. Ich bin eine Ausgeburt der Hölle. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Edelmann gewesen und nicht ein blutsaugendes Monster. Ich kann nicht. Eine einzige Lüge. Eine Lüge. Tja, ihr seht, er ist nicht so erfreut darüber. Und vielleicht wird sich das auch auf unseren Endkampf auswirken, wenn wir dann am Schluss selbst der Großmeister werden wollen. Aber ich würde sagen, in diesem Part ist schon mehr als genug geschehen. Dementsprechend
würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Ciao.